Grüezi miteinander. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen im Namen von der Digicam zu unserem heutigen One-Event. Das Thema von unserem heutigen Referat: Leads generieren im Content Marketing und Social Media. Auch mal so generell zum heutigen Ablauf. Das heutige Referat wird von Thomas Mauch geführt. Er ist bekannt als Verlagsleiter vom Blogwerk. Herzlich willkommen. Okay. Wie Sie schon hintendrauf bemerkt haben, wird das ganze Referat heute aufgenommen und das wird dann auch heute Abend auf unserem Channel, Digicomp, auf YouTube ersichtlich sein. Falls Sie es nochmal anschauen, selbstverständlich ist die ganze Präsentation, die Herr Mauch für uns vorbereitet hat, ersichtlich. Wir werden sie Ihnen dann per Mail zukommen lassen. So gegen die Sinne, also in der Mitte circa, haben wir nebenan im Raum, also das heisst, wenn Sie rauskommen, ein Apéro für Sie vorbereitet. Wenn Sie gerne zu uns kommen, trinken Sie etwas und es gibt noch Fleisch und eine Käseplatte. In den Unterlagen, die wir Ihnen alle gegeben haben, ist ein Feedback-Formular enthalten. Ich wäre froh, wenn Sie das ausfüllen und einfach liegen lassen oder mir dann in der Pause abgeben oder einfach nachher, wie Sie wollen. Genau. Falls Sie irgendwelche Fragen haben rund um das Thema Digicomp, was wir für Kursen anbieten oder Lehrgänge oder halt zu dem Thema vom heutigen Referat, können wir das gerne in der Pause zusammen anschauen und wenn Sie sonst irgendwelche Fragen haben oder Bemerkungen. Sehr schön, dann wünsche ich Ihnen heute viel Spass. Dankeschön. Danke, ja. Merci vielmals für die Einführung. Guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Mauch von der Firma Blogwerk. Ich darf heute hier oben machen. Erste Frage gerade, Schweizerdeutsch, ist das okay oder hat es jemand lieber auf Hochdeutsch? Roche, bei dir weiss ich es. Ist Schweizerdeutsch okay? Gut, wunderbar. Thema Leads generieren mit Social Media, Content Marketing. Das heisst, das Ziel vom heutigen Abend eigentlich für mich wäre, mit Ihnen zu diskutieren, wie man zu Leads kommt, indem dass man online, Web, Social Media nutzt. Und ich habe es mal für den Abend so aufgeteilt. Ich würde eine Einführung machen, rein so zum Hintergrund, Begrifflichkeiten, dann Thema Content Marketing, also Inhalte. Wenn wir hier von Content reden, was gibt es für Formen, was gibt es für mögliche Inhalte? Würde ich hier gerne mit Ihnen diskutieren, vielleicht auch mal schauen, was es in Ihrem Fall für Inhalte gibt. Das ist so ein von den häufigsten Punkten, die wir hören, wenn man mit dem anfängt, mit Kunden. Ja, aber wir haben gar nichts zu erzählen, wir haben gar keinen Inhalt. Hier mal ein bisschen schauen, den Werkzeugkasten anschauen, was braucht es alles dafür an Infrastruktur, an Tools. Dann, wie komme ich zu einem Publikum, das ist ein bisschen, der grosse Punkt. Und am Schluss eine Zusammenfassung. So. Ich denke, dass man so, ja, irgendwo dazwischen dann die besagten Fleisch- und Käseplatten stürmen werden. So, also vom Ablauf her ungefähr. Okay, das war so zum Ablauf. Und vielleicht zwei Begrifflichkeiten, einfach, dass wir hier alle vom Gleichen reden, beziehungsweise, dass ich da nicht immer das Neudeutsch verwende. Zwei Begrifflichkeiten, die wichtig sind, vielleicht in diesem Zusammenhang. Das eine ist ganz klar eben Leads. Also, was verstand ich unter Leads, wenn ich jetzt von Leads rede? Und geht mir hier einfach darum, Kontakt zu potenziellen Neukunden, die ich anbahnen kann. So, also ganz einfach. Potenzielle Neukunden, der Kontakt zu denen, damit das irgendwie handhabbar wird, heisst, dass ich brauche mindestens einen Namen, brauche eine E-Mail-Adresse. So. Und das quasi ist der heilige Gral, das ist unser Ziel jetzt von heute oben. Wie kriegen wir Leute dazu, dass sie sich bei uns melden und uns diese Informationen geben und sich zu erkennen geben als potenzielle Neukunden. Das ist das eine. Das zweite dann. Der sogenannte Sales Funnel als Hintergrund. Kennen Sie sicher alle, der Verkaufstrichter. Also ich habe hier oben eben Leads, Leute, die sich bei mir melden, weil sie potenziell interessiert sind.
aus diesen Leads gibt es ein paar Leute, die zeigen Interesse an meiner Dienstleistung. Es gibt aus denen heraus wiederum ein paar, die wollen vielleicht eine Offerte. Und ich komme dann irgendwann zum Abschluss. Das ist einfach so als Modell dahinter vom Verkauf, also wenn es um Verkauf geht. Und das Ziel wäre jetzt quasi zu Leads zu kommen, also da oben in den Trichter möglichst viel reinzugehen, damit unten möglichst viele Abschlüsse rauskommen. Also wirklich ganz simpel das Gesetz der grossen Zahl. Je mehr Leute dass ich hier kriege, die sich zeigen und sagen, ich bin interessiert, desto mehr werde ich hier unten Abschlüsse können machen. Also das ist so ein bisschen, einfach das gedankliche Modell vom Ablauf vom Verkauf dahinter. Und das Ziel hier, möglichst viele Leads überzukommen und, weil wir nicht so gerne Kaltakquise machen, das Ziel hier, möglichst viele Leads überzukommen von Leuten, die sich selber melden bei uns. Auch weil wir das mit dem Telefon und Anrufen und so nicht so gerne machen. Wie kriege ich die Leute dazu, dass sie sich selber melden? Dass sie mich finden und ich sie nicht suchen muss. So. Also das sind einfach so zwei Begrifflichkeiten, so als gedankliches, geistiges Modell, das dahinter steht, bei all dem, was wir nachher zusammen anschauen. Gut, in diesem Zusammenhang auch meine erste Frage an Sie. Wenn es um Leads geht, wenn es um Kontakt zu potenziellen Neukunden geht, wie machen Sie es heute? So. Telefonieren. Also, wie heisst das? Cold Calls quasi. Ja. Okay. Werbung haben Sie noch gesagt? Was? Ah, okay. Inserat, Spots und so weiter. Aha. Das sind andere Sachen, die Sie brauchen. Events, ja. Also so etwas wie hier heute oben. Ja. Networking, genau, haben wir. Newsletter haben wir gehabt, hat aber gesagt. Also ein E-Mail-Newsletter. Ja. Noch andere Sachen. Okay, also eine Analyse im Sinne von einer erste Leistung. Ja. Ja, okay. Ein Müsterli, eigentlich. Genau, Müsterli. Ja, richtig. Ja. Okay. Social Media, genau, gehen wir auch. Gibt es ja. Immer all die Vorträge dazu, muss etwas dahinter sein. Andere Sachen noch? Webseite mit interessantem Content. Okay. Also, ja, stimmt, interessant. He? Das ist vielleicht noch ein wichtiges Wort. Klassische PR-Arbeit. Klassische PR, Medienarbeit und so weiter. Okay, also relativ, Sie sehen es, wenn wir schon alleine hier suchen, relativ eine breite Palette von Sachen, die man machen kann. Und an und für sich etwas vom Ersten, was ich gerne mit Ihnen anschauen würde, ist, wieso dass es in diesem Bereich, wenn wir von klassischer Werbung reden, wieso dass es immer schwieriger wird. Ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung auch schon gemacht haben. Wir haben Kollegen, befreundete Firmen, die hier in den letzten Jahren, wenn es zum Beispiel um Cold Calls geht, eindeutig Schwierigkeiten haben. Also es wird immer schwieriger, mit Callcenter entsprechende Aufträge hineinzuholen. Und Sie werden dann auch sehen, im Verlauf von oben, wieso es gewisse Sachen gibt. Natürlich, Website mit interessantem Content oder Social Media, finde ich so ein bisschen toller.
Punkt ist auch einer von dem von heute oben, was ich Ihnen möchte zeigen. Da sind wir auch im Bereich, was schnell sehr viel Geld kostet. Also Inserat ist relativ teuer, ist relativ schwierig und sie haben einen entsprechenden Streuverlust. Und das ist so, denke ich, einer der wichtigsten Punkte, wieso wir sagen, okay, wir schauen dafür, dass die Leute uns finden und wir nicht die Leute suchen. Wenn wir die Leute suchen müssen, haben wir immer Streuverlust. NZZ natürlich jetzt 500'000 Leser, 450 interessieren mich einfach nicht davon. Also wir müssen entsprechende Streuverlust in Kauf nehmen. Und darum auch die Frage jetzt oben, dann, okay, was können wir machen, beziehungsweise wieso ist es so wichtig, dass die Leute uns finden. So. Zur Einführung vielleicht, die Sache, die wir anschauen wollen. Und möchte ich wirklich anfangen mit dem Problem mit der Werbung, wo wir haben. Wenn Sie heute in einem europäischen Land leben, Schweiz, Deutschland, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber im Schnitt pro Tag werden Sie mit 2.000 bis 3.000 Markenbotschaften konfrontiert. Also 2.000 bis 3.000 Mal, wo irgendjemand probiert, mit Ihnen zu kommunizieren. Angefangen von der Milchgucken im Kühlschrank, über das Inserat in der Zeitung, über die Remli-Werbung und so weiter. Im Prinzip, Ihre Aufgabe, wenn Sie jetzt mit klassischer Werbung dran angehen, ist, durch die 2.000, 3.000 anderen durchzudringen und Ihre Botschaft unterzubringen. Das ist also ein Problem, das immer schwieriger wird. Und ja, es ist so absurd nicht, das Bild. Wer regelmässig Besucher von einem Herrenpissoir ist, zum Beispiel, weiss, was es inzwischen für Formen von Werbungen gibt an diesen Örtlichkeiten. Also es wird ja wirklich alles gemacht, was irgendwie geht, um eben noch durchzudringen. Und da denke ich tatsächlich, vor allem für KMUs natürlich das Problem, wie investiere ich mein Geld? Habe ich überhaupt so viel Geld? Geht das überhaupt? Ich glaube, das ist ein ganz grosses Problem, das wir heute haben. Das zweite Problem, und ich glaube, da werden die Leute immer empfindlicher. Ich habe mal einen Verkaufstrainer getroffen, der hat gesagt, so ein Verkaufsgespräch oder so ein Werbegespräch ist an und für sich nichts anderes als ein Geiselnahme. Es ist nichts Freiwilliges. Er hat konsequenterweise auch Verkaufstrainings angeboten und Polizisten in Verhandlungen von Geiselnahmen ausgebildet. Es ist nicht freiwillig. Sie werden die Werbung in aller Regel nicht sehen. Sie wird ihnen aufgezwungen. Es unterbricht irgendeine Tätigkeit, die sie gerne machen würden. Zeitung lesen, Fernsehen schauen, in Ruhe zum Fenster raus schauen, beim Tremle fahren. Es ist immer aufgezwungen. Und die Leute werden auch immer besser und versierter darin, diese Sachen zu übersehen. Also gerade im Moment gross diskutiert das Thema von den Second Screens. Also die Leute sitzen vor dem Fernsehen und haben ihr Tablet nebenan. Und das Tablet brauchen sie, um in der Werbepause auf Facebook zu schauen, was ihre Freunde machen. Also die Leute sehen ihre Werbung am Fernsehen nicht mehr. Früher ist man auf Toilette, heute schaut man auf Facebook in dieser Zeit. Also die Leute erfinden immer mehr Strategien, um dort irgendwie herumzukommen, um ihre Werbung nicht nachzuschauen. Und der dritte Punkt. Werbung kommt sehr, sehr häufig zum falschen Zeitpunkt. Es ist sehr, sehr schwierig für Sie als Werbetreibende wirklich festzulegen, dass Ihr potenzieller Kunde Ihre Werbung zu dem Zeitpunkt sieht, wo er zum Beispiel vor dem Kaufentscheid steht. Sie können das mal ausprobieren, wenn Sie bei Google etwas suchen. Die meisten Leute auf ihrer Customer Decision Journey, auf ihrer Reise hin zum Kaufentscheid, suchen ja zuerst mal Informationen, suchen zuerst mal Beratung, wie ich das hier gemacht habe. Welche Wanderschuhe muss ich überhaupt kaufen? Was brauche ich für einen Wanderschuh? Wenn Sie schon mal Wanderschuhe gekauft haben, dann wissen Sie, es ist unglaublich schwierig. Und Sie sehen hier, komme ich ein Inserat über und da will mir jemand Wanderschuhe verkaufen. Und das Inserat ist einfach schon darum verschwendet, weil ich in dem Moment gar nicht will kaufen. Ich will informiert werden. Also sehr, sehr oft, wenn wir Werbung sehen, egal ob es jetzt online ist, ob es irgendwo sonst in einem Medium, es ist einfach zum falschen Zeitpunkt. Und damit für uns als Werbetreibende auch rausgerührtes Geld. Das ist halt auch hier ein bisschen die Schwierigkeit.
Heißt am Schluss, wir brauchen andere Werkzeuge, wenn es so nicht funktioniert. Gerade auch, denke ich, als kleines oder mittleres Unternehmen, wo sie ein beschränktes Budget haben, ist es einigermaßen schwierig, mit klassischer Werbung in diesem Markt noch durchzudringen. Wenn sie noch irgendwo im B2B-Bereich unterwegs sind, wo sie ganz eine kleine Zielgruppe haben, wird es allenfalls doppelt schwierig. Darum so ein bisschen die Forderung nach neuen Werkzeugen bzw. das Content-Marketing, das sich jetzt hier aufdrängt. Und dann aber, zum auch gerade wieder beruhigen, das mit dem Content-Marketing ist nichts Neues. Also, vielleicht haben Sie den Spass verdorben am ganzen oben. Content-Marketing verstanden als, ich finde potenzielle Kunden, indem dass ich informierende oder unterhaltende Inhalte vermittelt tue. Das wäre so die Definition, ich unterhalte oder informiere, aber ich rede nicht über mich selber. Es geht nicht darum, mich anzupreisen, wie man das in der Werbung macht, sondern ich probiere die Leute darauf aufmerksam, auf mich aufmerksam zu machen, indem dass ich entweder unterhalte oder informiere. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes, als die Leute vom Globus in den 40er Jahren beschlossen haben zu machen, wo sie den Globi kreiert haben. Also auch dort, das ist, ich glaube, das war Anfang 50er Jahre, gewesen, wo die Verantwortlichen vom Globus Warenhaus einem Zeichner und einem Texter den Auftrag gegeben haben, das Comics zu kreieren. Der Globi. Es hat dann auch, gibt auf YouTube sehr, sehr schöne Videos aus den 60er Jahren. Es hat einen Globi-Club gegeben, es hat die Bücher gegeben. Aber es war im Grunde noch nichts anderes als eine Content-Marketing-Massnahme gewesen. Also mit interessanten Inhalten probieren die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Schon mal ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, auch Mitte 50er Jahre, aufgekommen schlussendlich, Betty Bossi. Ist auch nichts anderes als eine ganz clevere Content-Marketing-Massnahme gewesen. Das hat damals niemand so gesagt. Von Seis Astra, Hersteller von Brotfett, mit der Frage konfrontiert, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie unser Brotfett verwenden beim Kochen. Werberantwort wäre gewesen, wir machen ganz viel Inserat, machen Fernsehspots, Radiospots. Die Antwort von Betty Bossi bzw. von Seis Astra war, wir geben den Leuten Rezepte, damit sie können mit unserem Brotfett kochen können. Man hat dann die Betty Bossi Post ins Leben gerufen. Die meisten, die in der Schweiz irgendwie aufgewachsen sind, kennen es. Es hat dann Kochbücher gegeben, es hat alles Mögliche an Rezeptsammlungen gegeben. Sehr, sehr erfolgreich. Und Betty Bossi hat das gemacht aus mir, was ich heute bin, mehr oder weniger. In dem Fall sogar so erfolgreich, dass es auch das eigene Produkt überlebt hat. Also es ist im Grunde genommen heute eine Werbemassnahme, eine ehemalige, wo das Produkt überlebt hat. Das gibt es nicht mehr in dieser Form. Die Marketingmaßnahme steht jetzt als alleiniges Produkt noch da. Aber da eigentlich nichts anderes als die Idee. Globi ist vielleicht mehr ums Unterhalten gegangen. Betty Bossi ist mehr ums Informieren gegangen, aber mit interessanten Inhalten die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist im Grunde genommen das, was wir heute so ein bisschen eine Renaissance davon sehen. Punkt war mit dem Globi, mit dem Betty Bossi, es war noch einigermaßen aufwendig, wenn sie damals so etwas haben wollen machen. Und da haben wir heute natürlich ganz andere Voraussetzungen mit allen Online-Tools. Sie können heute selber eine Rezeptsammlung veröffentlichen mit einigermaßen überschaubarem Aufwand. Darum ein bisschen die Renaissance. Beispiel Prominente. Sehen Sie hier als erstes, das ist die Website, also die Startseite von Coca-Cola. Das ist ihre normale Startseite. Und die ist seit letztem Jahr ein Magazin geworden, ein Illustrierter. Das heisst, sie haben ganz oben rechts, haben sie dort noch einen kleinen Link der Coca-Cola Company. Dort hinten dran finden sie die traditionellen Sachen, die sie von einer Website von einem Unternehmen erwarten würden. Also dort gibt es etwas über Produkte, dort gibt es Investor Relations und so weiter. Der ganze Rest aber ist Platz gemacht worden für ein Magazin, ein Online-Magazin. Das ist eine Redaktion mit 40 Personen insgesamt, die dahinter steckt, wo es im weitesten Sinne Lifestyle-Magazin macht. Also da geht es um Innovation, Business, Jobs, um Essen, um Sport, um Nachhaltigkeit. Themen, wo man gefunden hat, okay, doch das interessiert unsere Zielgruppe. Da gibt es, wenn Sie sich durchklicken, Inhalte sind Coca-Cola bezogen, ganz klar.
Und dann gibt es aber sehr, sehr viele Inhalte, die nichts mit Coca-Cola zu tun haben. Inhalte, die sie sonst vielleicht in einer Schweizer Illustrierten, in einem Beobachter oder wo auch sonst immer würden erwarten. Einfach aus dem Gedanken heraus, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie sich mit unserem Brand auseinandersetzen, dass sie auf uns aufmerksam werden. Und dann einfach die Erkenntnis dahinter, okay, dann müssen wir anfangen, interessante Sachen zu erzählen. Weil das, was wir über uns erzählen normalerweise, ist einfach so ein bisschen halb interessant. Natürlich, also wir von Blogwerk, wenn Sie unsere Website anschauen, wir sind ziemlich die Schlausten. Wir haben so ziemlich die besten Produkte. Es steht auf jeder Website, das finden Sie überall. Das ist einfach nicht interessant. Und wir sind sehr, sehr gut drin, also PR-Sprech rauszuhalten. Also man merkt das sehr gut. Das zweite Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum. Auch seit letztem Jahr online ist die Website von Schwarzkopf. Dort ist bei der Konzeption von dieser Website hat's im Grunde genommen eine Vorgabe gegeben, und die war, jedes Produkt ist mindestens 2 Klicks weiter weg. Also im Grunde genommen so eine Umkehr von der orthodoxen Ansicht, jedes Produkt ist sofort zu finden, zuvorderst, immer sofort, hat man hier gesagt, jedes Produkt, du musst mindestens 2-mal klicken, bis du bei einem Produkt bist. Vorher kriegst du hier nur Tipps, Hinweise, Tricks rund ums Thema Haar und Haarpflege. Das heisst, sie finden hier Star Style. Im Moment, wenn sie schauen, finden sie Flechtfrisuren für die Wiesen, also für das Oktoberfest, was sie damit machen und so. Sehr viel über Trends, sehr viele Videos, sehr viele Stars ist da schon das Thema natürlich, Promis. Und es ist tatsächlich so, wenn sie klicken, also sie müssen wirklich immer 2-mal klicken, bis sie zu einem Produkt kommen. Also die haben die wirklich versteckt in dem Sinn. Die Resultate davon, sie sind sehr, sehr schnell bei Google sehr, sehr weit hochgekommen mit dem, haben ihr Ranking bei Google verbessert. Einfach weil sie plötzlich mehr Inhalt gehabt plötzlich natürlich. Und sie haben, und Google ist recht gut Anfang darin, das herauszufinden, sie haben natürlich mehr Inhalt gehabt, die Leute geschätzt haben. Also die Leute waren länger auf der Website, haben stärker interagiert mit der Website. Und so Google signalisiert, okay, look, da gibt es Qualitätsinhalt. Entsprechend ist Schwarzkopf dann auch besser gerankt worden. Auch hier, hinten dran, das ist auch für so eine noch witzig, wenn man sich so ein bisschen um Medien kümmert. Der ganze Inhalt hier kommt von Condé Nast. Das sind also die Leute, die sonst Cosmopolitan und die Zeitschriften machen. Also auch hier wird professionell Inhalt erstellt und eigentlich traditionelle Medienhäuser konkurrenziert. Also mit diesem Angebot, Schwarzkopf, konkurrenziert eigentlich nicht mehr andere Haarpflegemittelhersteller, sondern Publikationen, wie man Cosmopolitan wie sonstige Frauenzeitschriften, wo das Thema ist. Also das ist so vom Mindset, und das darf man nicht unterschätzen, etwas ganz Wichtiges passiert, nämlich die Interessen des Nutzer in den Vordergrund stellen. Und das ist super simpel. Und alle nicken immer und so, ja klar und so. Wenn es ums Umsetzen geht, wir sitzen beim Kunden und sagen, nö, dass du da jetzt eine neue Solaranlage auf deinem Dach installiert hast, das ist super, das macht dich sehr, sehr nachhaltig, wahnsinnig, aber es interessiert niemand. Ja? Erzähl etwas, was die Leute interessiert, erzähl nicht über dich. Und das ist, dürfen sie nicht unterschätzen. Das fällt sehr schwer. Ist sehr schwierig. Die Frage auf jetzt die Webseite, ist das speziell schön aufgemacht, schon? Also ist das Ziel, da über die Seite Sachen zu verkaufen? Oder ist das Ziel, die Marke Schwarzkopf den Leuten in die Kopf hineinzubringen, dass sie wo immer die Produkte kaufen? Ja, das Branding steht im Vordergrund. Ja, da geht es um Branding. Das heisst, man kann, ich glaube, es hat einen kleinen Job dahinter, aber es ist nicht irgendwie im Vordergrund. Von dem her, nein, ist es ein Online-Magazin rund ums Thema Haar, ist es geworden. So. Ist das so? Drittes Beispiel, das waren zwei grosse Brands, funktioniert natürlich auch für kleinere Coffee Circle, Verkäufer für
Kaffeemaschine, glaube ich, auch, haben sie. Und die haben das zum Beispiel gemacht, indem dass sie auf ihrer Website halt wirklich ein relativ ausführliches Glossar rund ums Thema Kaffeewissen aufgebaut haben. Also wie stelle ich den perfekten Espresso her, was brauche ich für was und ja. In Bildern und Videos, also mit den Medienformen, die zur Verfügung stehen. Also es ist nicht etwas, das beschränkt ist auf grosse Unternehmen. Also im Gegenteil, ich glaube, es ist vor allem mit Inhalt auf sich aufmerksam zu machen, vor allem eine erfolgsversprechende Massnahmenstrategie für kleinere bis mittlere Unternehmen. Aber wird auch hier gemacht, sehr erfolgreich. Dasselbe, oder? Sie sehen es, der ganze Bereich Kaffeewissen, das gibt wahnsinnig viel Inhalt, das gibt wahnsinnig viele Seiten. Jede Seite, die Sie erstellen, wird von Google indexiert. Jede Seite, die von Google indexiert wird, ist ein weiterer Touchpoint im Internet für Leute, die nach Kaffee suchen. Also hier dahinter ist natürlich eine ganz klare Idee, wirklich ganz viele Gelegenheiten zu bieten, irgendwo im Internet, wo ich gefunden wird. Ich mache mich so breit wie möglich im Internet, wie es nur geht. So dass die Leute dann irgendwann darüber stolpern. Weniger aus der Idee heraus, dass die Leute online kaufen, aber mit dem Wissen, dass halt inzwischen 80-90% von allen Kaufentscheiden online vorbereitet werden. Da haben Sie sicher auch schon selber gemacht, die Erfahrung. Gerade wenn Sie etwas Größeres kaufen wollen, wenn Sie eine Kaffeemaschine, wenn Sie einen Fotoapparat kaufen wollen, Sie gehen zuerst im Internet schauen. Das ist, glaube ich, heute wirklich so ein bisschen allgemein. Gut, ob Sie es online kaufen oder so, ist gar nicht so die Frage. Die Frage ist nur, wie viele so Touchpoints bieten Sie in diesem Web, damit die Leute sie finden. Was hat das für Vorteile? Mal unten zuerst, eben, da haben wir diskutiert, Sie verbessern sich in der Suchmaschine. Entschuldigung, das ist aber gerutscht. Sie treffen potenzielle Kunden früher im Entscheidungsprozess. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn Sie natürlich Sachen bieten, wie Coffee Circle, wenn Sie Themen, Infos bieten rund ums Thema Kaffeewissen, treffen Sie die Leute viel früher noch. Wenn die Leute schon eine Kaffeemaschine kaufen, dann gehen Sie zu Preisvergleich, toppreise.ch, wo auch immer. Oder Sie kriegen inzwischen, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, bei der Google Suchergebnis haben Sie inzwischen auch Shops, die angezeigt werden. Also wenn die Leute schon kaufen wollen, wird es sehr, sehr schwierig, sehr, sehr teuer, wenn sie dann die Leute zu ihnen bringen wollen. Also gehen wir einen Schritt vorher, dann, wenn die Leute sich informieren, wenn sie sich noch entscheiden und probieren sie dort schon abzuholen, dann mit uns bekannt zu machen. Und das ist nicht der Punkt, je mehr, dass sie im Internet haben, desto eher werden sie gefunden. Das Zweite ist, und das ist jetzt der Social-Media-Teil, Sie kennen all die Share-Buttons, die Sie im Internet finden. Sie lesen irgendwo einen Artikel in der NZZ und unten haben Sie die Möglichkeit, den Artikel über Twitter oder über Facebook oder sonst ein soziales Netzwerk zu teilen. Das heisst, wenn Sie interessante Sachen erzählen, werden die Leute auf den Knopf drücken und werden Ihrem Netzwerk mitteilen, dass es hier bei Coffee Circle etwas Interessantes zu lesen gibt. Das heisst, im besten Fall regen Sie die Leute auch dazu an, für Sie als Botschafter aufzutreten. Indem dass Sie Leute Social Media nutzen, über sie reden und damit Empfehlungen generieren. Das ist recht egal im Grunde genommen. Egal, ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen dazu entscheiden, eine Social Media Präsenz zu haben. Das kommt gar nicht darauf an. Es kommt nicht darauf an, ob Sie bei Facebook sind oder nicht. Die Frage ist nur, bieten Sie Ihren Leser auf Ihrer Webseite die Möglichkeit, das möglichst einfach zu teilen. Was niemand mehr macht heute, das wären die wenigsten hier drin, dass Sie einen interessanten Artikel finden zum Thema Espresso-Herstellung, die URL rauskopieren, Ihr E-Mail-Programm aufmachen und überlegen, wer könnte das jetzt noch interessieren von meinen Freunden. Das passiert heute einfach nicht mehr. Was aber passiert, ist, dass die Leute unten auf den Knopf drücken, Facebook share, Twitter, Retweet und so das generieren. Und damit eine Empfehlung generieren. Und das ist ja eigentlich das, wenn man es jetzt mal aus Unternehmersicht anschaut, die ganzen Social-Media-Geschichten. Social Media, Facebook, ist ja nichts anderes als eine grosse Empfehlungsmaschine. Ich glaube, wir haben irgendwie 3 Milliarden Einträge pro Tag bei Facebook.
Wenn dort jemand ein Foto von der Toskana aufstellt, ist das nichts anderes als eine Empfehlung für die Ferienregion Toskana. Also muss ich ja schauen, als Ferienregion, dass die Leute möglichst viele Fotos von mir, von meiner Region, auf Facebook stellen. Also wenn Sie Facebook so anschauen, jedes Mal, wenn jemand etwas sagt, ist das eine Empfehlung für einen Artikel, für irgendein Produkt, dann stellt sich sofort die Frage, okay, wie können wir das für uns nutzen? Also wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie über uns reden? Sehr häufig Social Media wird also definiert als interaktiv, als Dialog. Das ist ja korrekt. Noch viel wichtiger ist mir als Unternehmen aber eigentlich, dass die Leute über mich reden. Ich will gar nicht so sehr mit den Leuten reden. Also ich will auch mit den Leuten reden natürlich. Aber ich will vor allem, dass sie über mich reden. Das ist der grosse Vorteil, der grosse Nutzen, den ich allenfalls habe. Das heisst, wir kriegen es als Publikum, wir haben mehr Traffic, das ist wunderbar. Wir werden ja, Branding, Reputation Management, wir positionieren uns als Experten, funktioniert auch wunderbar. Wir haben aber noch keine neuen Leads. Also wir haben noch keine Adresse, noch niemand hat uns seine E-Mail-Adresse angegeben. Das wäre jetzt wieder der nächste Schritt. Das heisst, wir haben, wenn Sie das Bild von Coffee Circle haben, wenn Sie das Bild von Schwarzkopf haben, wir haben interessante Artikel. In der Regel reicht es aber nicht, dass ich Ihnen meine E-Mail-Adresse geben würde. Und das ist das, was wir wollen. Also ich will, dass sich jemand zu erkennen gibt und sagt, hallo, ich bin der Mauch und ich interessiere mich für das. Ganz banal, Sie kennen das, die Formulare, wo Sie etwas herunterladen müssen, Ihre E-Mail-Adresse geben. Und wir wissen alle, was passiert, wenn wir dort die E-Mail-Adresse angeben. Wir kommen irgendwo in einen Verkaufsprozess hinein. Das wissen wir heute, so funktioniert es. Die Frage ist jetzt nur, bieten Sie in dem Moment etwas an, wo der Nutzer findet, okay, es ist es wert. Was ich hier überkomme, im nächsten Schritt, ist es wert. Ich nehme es in Kauf, dass man anschließend jemanden anruft. Also jetzt müssen wir quasi diesen Level überspringen. Jetzt müssen wir dort etwas anbieten, wo die Leute sagen, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, du wirst nachher wieder auf mich zukommen, beziehungsweise die Sales. Mann wird das machen, ist okay, was ich überkomme, ist so viel wert. Also die Frage, wir haben Besucher, wir haben Traffic auf dem Blog, jetzt aber, wie komme ich zu dieser E-Mail-Adresse? Und das sehen Sie, die schauen wir dann nach der Pause noch im Detail an, Beispiel an. Das sind so die Formen, die Sie heute finden, die Sie vielleicht selber auch schon gemacht haben. Sie kommen auf eine Website, Sie finden einen interessanten Artikel rund um das Thema Frisuren. Das E-Book mit den 7 Killer-Tipps, wie Sie jetzt zur perfekten weißen Frisur kommen, das gibt es aber nur als Download gegen Angabe von Ihrer E-Mail-Adresse. Wird auch gemacht mit E-Books, mit Studien, Videos, Webinars, Infografiken. Also die Aufgabe dort jetzt im zweiten Schritt ist, nachdem Sie alle Leute auf die Website gebracht haben, etwas anzubieten, wo die Leute finden, okay, jetzt gebe ich noch meine E-Mail-Adresse. Und in aller Regel, ich gebe so White Paper, E-Books und so weiter, sind die Sachen, die sie am meisten finden, die am verbreitetsten sind. Das heisst, sie erstellen weiter Inhalte, die vertiefter sind, die ausführlicher sind, die noch wertvoller sind. Und auch hier wieder, oder hier, es ist wirklich ganz ein schlechtes Beispiel. Also hier jetzt ein Comics, wie man seine Krawatte binden muss. Ganz unterschiedlicher Form. Hier immer gemeinsam, immer das Merkmal, sie liefern hier etwas, das im anderen hilft. Also es ist keine Werbung. Sie liefern hier etwas, das im anderen hilft, das wirklich ein Problem löst. Und das ist dann auch schon so ein bisschen der Hint natürlich, über was können Sie reden, wenn Sie Content generieren. Die Leute da aussen, und das ist ganz super, haben ganz viele Probleme. Das heisst, dort können wir uns positionieren als Dienstleister und dort können wir Unterstützung liefern. Also es geht schon darum, ein bisschen die Probleme zu finden. Schauen wir nachher noch Beispiele dazu. Der Werkzeugkasten schauen wir nachher auch noch im Detail an. Sie brauchen irgendwo irgendetwas im Web, wo Sie Ihre Inhalte deponieren können. Wir sind, ja, okay, ich bin jetzt von Blogwerk. Also wir finden Blogs so ziemlich gut für so etwas.
Am Grunde genommen geht es einfach darum, sie müssen irgendwo einen Container haben, wo sie ihre Inhalte können ablegen können. Also die Leute von Coffee Circle, die wir vorher gesehen haben, die brauchen einfach irgendwo etwas im Internet, wo sie ihr Zeug hinlegen können. Nehmen sie einen Blog. Dann brauchen wir auch Distributionskanäle. Also sie kennen das, sie publizieren etwas auf ihrem Blog, auf ihrer Website. Es gibt relativ viele Websites. Was können sie machen? Auch noch, um zu den Leuten rauszugehen. Social Media sind recht eine coole Sache für so etwas. Das heisst, sie publizieren einen spannenden Artikel auf ihrem Blog und sie nutzen anschließend Twitter und Facebook, um noch zu den Leuten rauszugehen und sagen, hey, schau, bei mir gibt es etwas Interessantes. In diese Kategorie fällt auch der Newsletter. Newsletter sind so ein bisschen unsexy heutzutage. Es sind sehr, sehr effiziente Instrumente. Also funktionieren Newsletter funktionieren extrem gut. Wenn sie genau das Gleiche beachten, erzählen sie etwas Interessantes. Die meisten Newsletter, die wir überkommen, sind Sales Pitches. Wenig interessant, wenn sie es schaffen, die Sachen, die sie da oben publiziert haben, auch noch in Newsletter reinzupacken, wird auch ihre Newsletter interessant. Und sie haben einen Distributionskanal und das wird sehr geschätzt. Newsletter werden geschätzt, wenn sie wirklich interessante Sachen erzählen. Da haben wir teilweise Newsletter mit Öffnungsraten von 35-36%. Also jeder Dritte macht er tatsächlich auf. Also das funktioniert gut. Und schlussendlich das Letzte, beziehungsweise an und für sich das Erste, sie brauchen natürlich Verkaufsprozesse dahinter, die dann auch verheben. Also wenn sie etwas Interessantes publizieren, wir zum Beispiel bei Blogwerk publizieren regelmäßig White Papers. Wenn wir ein White Paper publizieren, dann gibt das in den ersten 3, 4, 5 Tagen irgendwas zwischen 800 bis 1200 neue Adressen. Das heisst, sie brauchen hinterher Prozesse und vor allem auch Tools, wo sie das irgendwie können abarbeiten können. Also irgendein CRM, ein Customer Relation Management Tool natürlich, aber auch Leute, die dann wissen, was ich jetzt mache. Bei uns klassischerweise, sie laden sich ein White Paper ab, es gibt einen Eintrag im CRM automatisch. Unsere Leute, die im Vertrieb tätig sind, holen sich die Leads und sprechen die nach einer bestimmten Anzahl Tagen per E-Mail nochmal an. Also da gibt es definierte Prozesse dahinter. Das müssen sie natürlich auch haben, weil sonst ist die ganze Arbeit so ein bisschen für die Füchse, wenn wir dann nichts machen mit den Adressen, die wir hier generieren. Also so der Werkzeugkasten und auch hier, das ist im Grunde genommen das, was wirklich das Coole ist an diesen Sachen. Sie können so einen Blog aufsetzen. Wenn sie es selber machen, kostet sie das nichts. Wenn sie das mit dem Dienstleister machen, dann kostet sie ein bisschen etwas. Sie haben die Facebook-Kanäle, die sind Facebook, Twitter, Social Media, die sind auch kostenlos. Also sie können da heute wirklich ein Online-Magazin machen, wie das ein grosses Unternehmen kann machen kann, einfach mit praktisch null Cash-out. Und dann haben sie Samstag, Sonntag, können sie brauchen, um die ganzen Artikel zu schreiben. Also es ist nicht kostenlos im Sinne von, sie haben Kosten, es ist aufwendig, aber sie haben allenfalls weniger Cash-out, wo sie müssen, investieren müssen. Und ich finde, das ist so ein Punkt, der es interessant macht für kleinere bis mittlere Unternehmen. Das ja, würde ich gerne auch noch vertiefter anschauen, aber das ist so ein bisschen der Punkt, ein Publikum aufbauen. Sie haben eine Website, Sie haben einen Blog, da gibt es gratis Sachen und dann Sachen publizieren, die tatsächlich Leads generieren. So zwei Schritte. Schauen wir nachher aber auch noch genauer an. Was wirklich wichtig ist, Sie müssen so ein Publikum aufbauen. Schwarzkopf hat die Seite mit diesen Tipps und so und machen das mit Condé Nast. Also die produzieren dort sehr, sehr guten Inhalt. Das ist, denke ich, so eine Voraussetzung und das wird immer schwieriger. Also das Web ist unglaublich voll mit unglaublich vielen Sachen. Und sie müssen besser sein als 90% von den anderen. Das ist, denke ich, die grosse Herausforderung. Wenn Sie dann etwas machen mit White Paper oder E-Books oder so, dann müssen Sie Inhalte haben, die noch besser sind. Also dort ist wirklich so ein bisschen. Und das ist, die Leute fragen sich immer, was muss man machen? Sie müssen einfach sehr, sehr gute Sachen haben. Es gibt keine Abkürzungen, es gibt keine Shortcuts. Sie müssen einfach interessante Sachen erzählen, die den anderen Leuten helfen. Sie müssen die ganzen Social-Media-Kanäle
Blogs, Website und so weiter nutzen und das wirklich auch integrieren. Ich denke, das ist so ein eins. Und sie brauchen für alles. Es sind keine Schnellschüsse. Also wenn sie so etwas machen, sie brauchen Zeit, sie brauchen Geduld. Es ist nichts, was sofort Ergebnis zeigt, sondern es ist wirklich etwas, es ist mehr Marathon als Sprint. Das finde ich sehr wichtig. Es geht wirklich darum, man muss da relativ lange Schnauf haben. Sie haben einen Blog, sie haben eine Website, die sie interessant veröffentlichen, und das müssen sie dann durchziehen. Yeah. Es kommt natürlich darauf an, wie bevölkert das Gebiet schon ist, wo sie drinnen sind. Oder? Wenn sie jetzt über Haarpflegeprodukte schreiben, was vielleicht sehr viel Konkurrenz gibt, geht es länger. Aber grundsätzlich würde ich mal irgendwo bei einem halben Jahr anfangen, dass man wirklich Leser-Traffic-Zahlen hat oder Download-Zahlen, wo man sagen kann, okay, doch, ich glaube, es wird etwas. So als untere Grenze. Also es braucht wirklich Zeit, bis sie sich da das Publikum aufgebaut haben. Und darum auch ein Commitment dahinter, sei es von einer Geschäftsleitung oder wenn sie selber entscheiden, von ihnen selber, okay, doch, das investieren wir. Und dann ist wirklich, das sind so Sachen, das kennen Sie vielleicht aus anderen Marketingbereichen, wenn Sie jetzt mal diese Woche nichts veröffentlichen, es ist ja nicht so schlimm. Es läutet niemand an und sagt, hey, bei euch ist kein Artikel erschienen diese Woche. Das sind so typische B-Prio-Geschichten. Die rutschen immer hinten runter. Und wenn Sie dann nicht wirklich Zeit auf Zeit tun und sagen, okay, doch, immer den und den kümmern wir mich darum, rutscht das sehr. Sie kennen all die Millionen von halbtoten Blogs, die es gibt. Ja. Extrem enthusiastisch gestartet und dann flacht es so langsam ab. Also es braucht wirklich Zeit. Am Schluss, und ja, das sagt sich auch relativ einfach, aber ich denke, das ist vom Mindset her sehr, sehr wichtig, heisst es plötzlich, ich als Unternehmen, bisher habe ich Kaffeemaschinen verkauft, jetzt werde ich aber auch noch zum Medienunternehmen. Also jetzt habe ich noch ein Online-Magazin zum Thema Kaffee. Jetzt muss ich plötzlich noch anfangen denken wie ein Journalist, wie ein Medienhaus. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, so vom Kulturellen her auch, weil das sind wirklich andere Jobs drin. Das sind so Jobs, wo wir sagen, okay, du hast ein Unternehmensziel, du entschließt dich zu einer Strategie, die dir hilft, das Unternehmensziel zu erreichen. Das ist der Marketing, der Werbeansatz. Und wenn du das mal definiert hast und du weißt, was du machen willst, dann gibt es ein neues Paar Schuhe und dann bist du Journalist. Und dann schreibst du nur noch für den Leser. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Also es ist wie eine neue Funktion. Wenn, wie gesagt, Coca-Cola das macht, dann haben die 40 Leute, die ein Magazin machen. Also Coca-Cola wird auch ein Stück weit zu einem Medienunternehmen. Konkurrenziert andere Medienunternehmen. Es geht um Aufmerksamkeit. Oder? Schlussendlich. Und die Menge Aufmerksamkeit, die wir haben, die ist immer gleich. Aber jetzt kommt plötzlich Coca-Cola noch, Schwarzkopf kommt noch und sagt, hey, ich will auch von deiner Zeit. Bisher war das Cosmopolitan und Gala und so. Jetzt kommt noch Schwarzkopf und konkurrenziert um die Zeit. Also es ist so vom Mindset her, denke ich, ganz wichtig, da ändert sich dann einiges. Das mal so als der Teil von der Käseplatte. Was ich nach der Käseplatte gerne würde anschauen, ich finde es wirklich toll, dass es Käseplatten gibt. was ich nachher würde gerne mit Ihnen anschauen, ist, eben, wir haben gesehen, Formen und Inhalte, also Whitepaper, E-Books, Webinars und so weiter, dass wir da vielleicht mal zwei, drei Beispiele anschauen von anderen Unternehmen, was haben die gemacht. Dann vor allem auch die Frage, was für Inhalte. Anschließend kurz mit Ihnen daran arbeiten, was könnten Sie denn machen? Und dann vielleicht noch Werkzeugkasten, Blog, CRM und so, das mal anschauen. Und das Publikum aufbauen. Also das wären so die Sachen, die wir anschließend nach der Pause noch kurz würden anschauen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Pause. Haben wir einmal eingeplant, rund eine halbe Stunde, genau. Das heisst, wir haben jetzt 10 vor, glaube ich. Genau. Dass wir uns um 20 ab 7 wieder treffen würden. Ist das gut so? Okay, cool. Danke vielmals.